Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 353. Folge von Dranks Aufstieg vom Berg. Wir holen uns erstmal hier das schöne, schöne Teil namens, keine Ahnung, welcher Fahrer das ist. Ein Felsstampfer. Ja, den können wir eigentlich freilassen. Weil den haben wir schon. Hier zoomen wir etwas raus. Dann kann einmal Muppel wieder ins Training. So. Als nächstes kannst du ins Training. Und dann kannst du ins Training. So. Und dann natürlich noch Melonenwild. Ist ganz gut, dass wir hier hinten sind, weil damit ist das Training noch nicht komplett voll gekleistert von uns, sondern wir haben noch Platz im Training. Du kannst los, du kannst los, du kannst gefüttert werden und ins Titanentraining. Du kannst uns kein Eisen sammeln gerade. Die können alle erstmal wieder los. Du kannst ins Training, genau, sehr schön. Damit müsste das Training auch voll sein jetzt, oder? Genau. Sehr, sehr gut. Dann können die wieder los. Und wir haben hier den Tagschatten mit dem Ei. Endlich. Sehr schön. Ist ein Seidenspanner. Und damit haben wir einen neuen Drachen. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, genau. Sehr, sehr gut. Also was soll man anderes dazu sagen? Gut, dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Ui, 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 ui. Hier können wir noch eine ganze Weile suchen. Da findet man noch eine ganze Weile was. Wen soll ich da suchen? Ich glaube, wir holen uns Zack ran. Das sieht ganz witzig aus. So. Das dauert noch mal eine Weile, kann ich noch nicht einsammeln, ist in Ordnung. Das können wir überspringen, dann nehmen wir das mit. So, und jetzt ist es zurück. Hat uns Sammelteile mitgebracht. Diesmal hat er sogar mitgebracht, was auch sehr gut ist. Das heißt, du kannst hier nochmal los. Du gehst jetzt aber nur auf die 3-Stunden-Suche. Ich hoffe mal, du bringst uns noch irgendwie die Teile mit. Oh, auf meinem Main-Account habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich ohne Zahn auf Reise losgeschickt, 1,5 Tage lang. Das ist nicht so gut, weil ich noch nicht Wolkenspringer habe. Also da muss ich dann doch noch ein bisschen Runen reinstecken und mir Wolkenspringer ranholen. Ansonsten wäre es schade, wenn ich Wolkenspringer dort nicht bekomme. Aber es wird schon klappen. Gut, nehmen wir das hier mit alles und der geht los. Sehr gut. Dann haben wir hier, hier haben wir schon alles angesammelt. Das brütet aus. Ein Event haben wir, das wäre dann... Ah, sehr schön. Und was gibt's hier noch? Nichts, okay. Gut, das heißt, wir können ja erstmal alle losschicken. Dann können wir den legendären Drachen, der noch zurück ist, gerade losschicken. Wir müssen mal schauen, was es sonst noch so gibt. Spießlauf haben wir, ich glaube, auch noch. Ja, haben wir eigentlich. Müssen mal gucken, ob wir dort noch irgendwie weitermachen. Und da finden wir irgendwas. Irgendwas finden wir schon, was wir machen. Erstmal sammeln wir kurz das hier ein. Ja, 4 Runen extra dazu ist gut. Kannst aber wieder los. So, dann haben wir Hakenzahn. Da kann man auch weiter. Hier und... Mist. Egal. Ich vergesse immer, dass ich das auch garantiert kaufen will, wenn es Holz oder Fisch kostet. Aber naja, gut. Hier ist noch der Immerflügler da. Sehr gut. Dann haben wir hier das Gratispaket. Wir kommen auf 290 Odinsmarken, aber wir wollen kein Dings öffnen, ihr wisst schon. Hier klassisches Paket, sondern wir wollen Goldpaket sparen. So, haben wir die Odinsmarken, haben wir das Paket und es gibt Holz, Fisch, Runen, Holz, Sammelstück. Sehr gut. Ne, wollen wir uns nicht holen. Dann haben wir hier noch 5 Aufgaben fertig. Und wir haben wieder neue Reiteraufgaben. Das ist auch sehr gut. Kriegen wir vielleicht nochmal 30 Odinsmarken, wenn wir Glück haben. Ansonsten, wenn das nicht dabei ist, wäre es schade. Es ist nicht dabei. Was eine Überraschung. So. Hier sind alle unterwegs. Verteidigewerk schaffen wir eh nicht. Gut, das heißt, wir gehen hier rein. Was haben wir denn hier am Ende? Wahrscheinlich wieder ein seltenes Paket oder so. Hoffe ich, denke ich. Wäre geil auf jeden Fall. Könnten wir oder würde ich gerne mitnehmen. So, gucken wir mal, dass wir hier gewinnen. Ja, 3 Wellen. Okay, 3 Wellen geht. Wir müssen aber mal gucken, was nach der hier kommt, weil
Die erste ist ja immer sehr einfach eigentlich. Meistens wird sie ab der zweiten, beziehungsweise dann spätestens die dritte, wird dann meistens etwas schwieriger. Und du greifst den an. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt auf den. Ja. Aber wir machen das so hier. Geben ihm jetzt Schwäche. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt nochmal auf den. Aber wir sollten den eigentlich mit zwei Attacken wegbekommen, weil wir auch die Schwächungsattacke rüberschmeißen können. Das heißt, die hier. So. Und dann holen wir uns den noch. Und geben ihm nochmal die Schwäche mit. Und holen ihn uns komplett weg. Assi. Wehe, du holst meine noch, aber schaffst du erstmal nicht. Hoffe ich, ja. Letzte Welle. Ich hoffe, ich komme als erst, also mit meinem Sturmschild irgendwie dran. Ja, komme ich sehr gut. Das heißt, wir können hier nochmal Schwäche geben. Geben uns dann die Heilungsattacke. Und heilen damit nochmal alle etwas hoch von uns. Das ist nicht ganz so nett, aber naja. Gut, dann holen wir uns den jetzt. So und so, weg ist er. Jetzt gehen wir auf den und dann holen wir uns den komplett weg. Da haben wir an der Stelle dann auch gleich gewonnen. So. Und du gehst auf den. Okay, gut. Wir haben gewonnen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. So, dann drehen wir einmal am Glücksrad und wir bekommen Holz. Gut. Das werden wir früher oder später massenweise loswerden. Und nochmal Holz. Aber da fällt mir ein, wir können ja nochmal kurz rausgehen. Escape. So. Und gehen zu dem hier, weil du kannst ja für Holz wieder los. Ins Training schicken können wir den nämlich gerade sowieso nicht, weil das Training voll ist. Gut, gehen wir wieder hier rein. Los geht der Hase. Und schauen wir noch mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. So. Wir haben erstmal wieder nur einen Gegner, und zwar den flüsternden Tod. Das sollte eigentlich kein Problem werden, den sollten wir eigentlich so bekommen. So. Schwäche. Greifen wir nochmal an und dann müsste eigentlich weg sein. So. Hier in der Welle haben wir erstmal zwei Gegner. Ich würde erstmal auf den gehen, weil der kann uns mehr Schaden machen, vor allen Dingen auch Flächenschaden. Und dann macht er noch mehr Schaden an unserem Hoffasons Fluch und dem Skrill, deswegen gehen wir erstmal auf den. So. Ja, so zum Beispiel, das ist assi. Egal. Wir gehen auf die Vierer-Attacke mit dem Sturmschneid, heilen damit unsere Drachen hier hoch. So. Dann geben wir dem Skrill jetzt Schwäche und sammeln Aktionspunkte für die nächste Runde. So. Gehen in der nächsten Runde dann wieder aufs Heilen und schauen nochmal, wie das läuft. So. Jetzt einmal die Zweierattacke, also mit Schwäche. Und dann gehen wir auf die Zweierattacke von Skrill vielleicht. Ansonsten halt die Vierer-Attacke. Ja gut, da reicht die normale. Wir heilen uns lieber, weil jetzt der vielleicht mit der Fünfer rauskommt. Und wenn der die Fünfer raushaut, wäre gar nicht gut für uns. Wäre besser, wenn der jetzt die Vierer raushaut. Ja, sehr schön. Hauptsache einmal macht er, was man ihm sagt. Gut. Gehen wir mal auf den Kollegen dort noch. So. Geben ihm dann mit der Dreier-Attacke vom Skrill erstmal ein Verbot, dass er uns keine Fünfer-Attacke reinhaut. Und zwar so hier. Hauen ihm da noch Schwäche hinterher. Und holen ihn uns mit den nächsten zwei oder drei Attacken. Sollten wir trotzdem schaffen. So. So. Schwäche. Ich hätte auch die drei Attacken vom Skrill warten können. Machen wir jetzt. So. Einmal das. Einmal das. Ja, das haben wir gewonnen, Leute. Das Game haben wir gewonnen. Und zwar genau jetzt. Wir haben nur einen Drachen verloren. Das heißt, das ist eigentlich ganz gut. So, jetzt haben wir im ersten Glücksrad und wir bekommen Fisch. Sehr, sehr schön. Brauchen wir auf jeden Fall.
Spätestens für Schmeichler, wenn der soweit ist. Seltenes Paket bekommen wir leider nicht, das ist schade. Hier bekommen wir aber nochmal 250 Glühlämpchen. So, nehmen wir mit natürlich. Sehr gut. Und den Rest behalten wir uns erstmal. So, dann haben wir hier noch eine Aufgabe fertig und zwar kriegen wir nochmal 30. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben. Also vom Main-Account habe ich es heute, beziehungsweise für euch gestern, geschafft, Infernia zu holen. Also das heißt, da habe ich schon ein bisschen mehr Punkte. Wie es ansonsten jetzt aussieht, ja, klappt schon irgendwie. Ich meine, wir haben ja noch Ewigkeiten Zeit. Das ist ja noch 36 Tage, absolut zu viel, absolut zu lange. Es ist ja nochmal, also es ist ja die Hälfte der Zeit ungefähr um, ich glaube, oder? Ja, werden wir sehen. Ich weiß nicht, ist noch jemand im Training gerade? Ja, Training ist voll und keiner kommt so zurück, dass wir nochmal trainieren könnten. Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir auf den anderen Account und schauen uns dort nochmal ein bisschen um. Und hier haben wir natürlich den Kalender auch fast fertig. Ich glaube, hier ist der Feststempel sogar neu. Genau, sehr gut. Das heißt, hier behalten wir ihn. Und ja, Leute, ihr seht, es geht auf jeden Fall sehr gut voran auf dem Account. Oder, naja, sehr gut ist vielleicht irgendwie was anderes. Es geht auf jeden Fall voran auf irgendeine Art und Weise. Und du bist einfach nur teuer, Assi. Unsere Fischsammler sind extrem schlecht. Aber trainieren, gut, geht doch, okay. Oder auch nicht. Muss ich es auf jeden Fall irgendwie? Wir haben hier nochmal zwei Decken jetzt. Wir haben überall solche Decken rumstehen. Also Safir hat ja einen Weg. Er hat überall Wege. Wir stellen einfach überall Decken hin. Ist das nicht ein geiler Plan, Leute? So. Training ist hier voll. Ja, weil es so niedrig ist. Ich müsste das echt mal hoch machen, dass wir mehr ins Training schicken können. Hab ich aber noch nicht. So, hier gibt es... Ui, hier gibt es sogar ordentlich was. Da war ich, glaube sogar... Genau, da war schon die Heulpeitsche. So. Dann kriegt man hier einmal Holz. Ist ja nicht so, als hätten wir schon 3 Millionen und unser Lager wäre schon voll oder so. Nein, ist es nicht. Auf keinen Fall. Gut, hier haben wir natürlich auch das hier plus 4 neue Angebote. Das sind die normalen, ne? Genau, es gibt nichts Besonderes. Polierter Bernstein. Da kann man sogar noch fast 6.000 schon wieder umtraden. Dann haben wir noch Sturmpfeil. Ich weiß nicht, Sturmpfeil, genau. Vielleicht nehmen wir das Ei, das wäre ein bisschen Bernstein für uns. Holz wäre absolut sinnlos. Bernstein wären halt Bernstein. Und wir bekommen natürlich Holz. Gut, lassen wir jetzt drinne, weil ich habe... Warte mal, ist das jetzt so drinne, dass man es gleich einsammeln kann? Genau, sehr gut. So. Ja, wegen dem Holz müssen wir gucken, dass wir es irgendwie loswerden im Großen und Ganzen. Damit wir dann diese 2,25 Millionen einsammeln können, weil das ist schon viel Holz. Das muss nicht unbedingt in die Leere fallen. Das können wir uns schon behalten, wenn es geht. Wir haben einfach kein Glück auf Gradpakete, Leute. Wir kriegen einfach keine Gradpakete. Schade irgendwie, aber ist halt so. Hier kriegen wir erst nochmal Runen, das heißt, wir können wieder weiter zähmen gratis. So. Dann haben wir noch hier irgendwo Steine, die wir abbauen können. Nein, haben wir nicht. Was ist denn die Voraussetzung? 7 auf 42. Ah, cool, ich habe 0. Wow. Gut, das heißt, es geht gar nicht voran an der Stelle. Ja. Super, was haben wir hier? Holz und Fisch. Super, braucht kein Mensch gerade. Wobei, wir können mit dem Fisch mal den Kollegen hier füttern. Hat ein bisschen gereicht. Nicht viel, aber etwas. Öffnen wir das Gratis-Paket Nummer Uno. Hier ist immer auf einem guten Weg zum Goldpaket. Hier fehlt nicht ganz so viel. Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt... Warte mal. Wie sieht es denn aus eigentlich damit? Ja, richtig schlecht, weil wir hier übelst oft diese Teppiche kaufen. Das ist schon witzig irgendwie. So, da ist das zweite Paket. Wieder 9 Odinsmarken natürlich. Plus Paket. Da war gerade ein exotischer plus ein Tod, den wir jetzt aufwerten können fürs Raufen. Ist die Frage, ob der hoch genug trainiert ist. Aber, also auf Berg halt. Aber theoretisch können wir jetzt aufwerten.
Ich glaube mit Verteil mit Dings sieht's richtig schlecht aus auf diesem Account hier mit Haufen. Genau. Aber richtig, richtig schlecht. Ja! Das ist ja eine Karte hier. Ganz vergessen, vor allem mit so einer geilen Attacke. Ist ja geil. Ohne Zahn. Aufwerten auf Level 7. Dann der Kollege kann nicht, der kann auch nicht, der kann nicht. Skrill haben wir neu freigeschalten irgendwann. Den haben wir gerade schon gut. Das heißt, auf jedem Account gibt es noch einen Drache, der mir fehlt, vor allem auf meinem Main-Account, und das ist dann genau Peitsch und Schlag. Peitsch und Schlag ist so ein Drache, keine Ahnung, habe ich noch nie gekriegt auf keinem Account. Ist, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, der kommt auch bald. Aber an der Stelle würde ich sagen, wäre es mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß und ciao, ciao, Leute.